Ich mache mich mit euch heute auf die Reise, um euch mal zu zeigen, wie man Standplätze für solche Automaten findet, warum wir jetzt auch gebrauchte Incap-Maschinen verkaufen und wie die aussehen und vor allen Dingen funktionieren und was die Konkurrenz über uns denkt und wie es wahrscheinlich in Zukunft laufen wird. Mehr dazu, ich würde sagen, nach dem Intro legen wir los mit einem Standplatz, den ich für euch organisiert habe, beziehungsweise der zugeflogen kam und der wirklich gut ist. Und wo ihr quasi schon alles vorbereitet habt, das ist ein Traum. Wenn jeder Standplatz so wäre wie dieser, wo wir jetzt gleich sind, top. Ab geht's. So. Nonke drei Farfelon Jamroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo. Ma ci sento a tuo cibo d'amor, delle belle turbando al riposo. Erstmal schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen bei Onkel Kramer, dem Snackautomatenaufsteller und auch dem Handel hier in Deutschland. Und wir sind hier bei der SW-Waschanlage von Willi Wefer. Und die Waschanlagen sind mega beliebt, gerade bei jungen Leuten. Und ganz wichtig ist, wir müssen erstmal den Schaumcheck gleich machen, weil dann kann ich euch sagen, ob hier auch junge Leute herkommen. Denn die lassen letztendlich das Geld in den Automaten. Zum größten Teil, ich sag mal so 60-70% auf jeden Fall. Hochdruck und da ist er, der Schaum, den werden wir gleich nochmal rauslassen. Warum ist der Schaum so wichtig? Der Schaum ist mega wichtig, denn ohne diesen Schaum kommen die jungen Leute nicht. Das ist total verrückt, weil es gibt zig Videos im Internet darüber, über diesen Schaum. Ihr tragt den auf und der löst den Schmutz schon. Und ihr geht mit dem Hochdruckerleger hinterher, dadurch verkratzt ihr euren teuren Wagen nicht. Und das ist das, wo gerade die jüngeren Leute, so wie ich, 18, 19, ne, drauf achten. Und die würden nie eine Waschanlage ansteuern, wo nicht dieser Schaum ist. Und ich bin gespannt, ob der Schaum auch bunt ist und gut riecht. Es gibt da verschiedene Farben und so weiter. Also mega geil. Und das hier ist so ein typisch guter Standort. Er liegt in einem Industriegebiet drin. Hier sind viele LKWs, also verkehren hier. Hier fahren viele zur Arbeit. Wir waschen auch viele natürliche Autos. Das sieht man, hier war gerade noch jemand. Hier ist auch gerade für Wohnmobil sowas, wo man auch noch mit 4 Meter Höhe durch kann oder mit einer Zugmaschine zum Beispiel. Mega geil. Hier sind Staubsaugerplätze. Was ist das hier? E-Auto-Ladesäule sogar. Sehe ich das richtig? Das ist geil. Schademo-Anschluss. Gut, hier bräuchte man vielleicht einen Adapter. Aber das ist geil, weil wenn hier Leute warten und auch waschen, die lassen immer noch mehr Geld da und nun haben die sich hier Gedanken gemacht, wir wollen ein bisschen was noch Mehrwert bieten, was Kunden anlockt, beziehungsweise den Kunden, die eh schon kommen, auch nochmal einen Mehrwert bietet. Jetzt haben die hier, so wie ich, ein bisschen tiefer ist der sogar, einen wunderschönen Verkaufscontainer mit geiler Glasfront und da ist sogar eine Klimaanlage schon alles dran, ne? Das hier ist ein Standort, den könntet ihr rein theoretisch mieten. Die Firma hatte mich hier angerufen, gefragt, wie sieht's aus? Und dann habe ich gesagt, ja, kann man machen. Ich kann euch auch Maschinen besorgen, das ist gar kein Problem. Aber das Problem ist natürlich, wer macht das dann? Wer füllt das auf und so weiter? Und da hatte ich halt vorgeschlagen, ob es nicht interessant wäre, vielleicht das Ganze abzugeben und vielleicht einen anderen Operator hier reinzulassen, der dann Miete bezahlt. Ja. Da war schon jemand da, der wollte aber nichts bezahlen. Ja, das sind diese Oldschool-Operator. Die wollen am besten nichts bezahlen, aber manchmal kann man besser ein bisschen was bezahlen und hat dafür einen geilen Standort. Und das ist auf jeden Fall ein geiler Standort. Es ist ja schon alles da, es ist gepflastert, die Kunden sind da und so weiter. Was wäre mir das wert, hat er gefragt. Ich sage ja, Stromverbrauch bei Master, Snack, noch irgendeinen anderen Geräten vielleicht mit Kaffeemaschine und so weiter. Liegt man wegen der Klima halt, weil die Dinger produzieren ja auch Wärme, liegt man ungefähr bei 200 Euro Stromrechnung im Monat. Gut, die haben wahrscheinlich nochmal einen anderen Tarif hier, das weiß ich nicht, aber mal von 31 Cent den kW gerechnet, ist das doch eine gute Sache, dass wenn man dann quasi den Strom bezahlt und dann nochmal eine Miete obendrauf. Aber was ist das wert? Ich würde dafür, habe ich gesagt, 500 Euro ausgeben. Und dann, das muss auch für beide Seiten attraktiv sein. Ich meine 500 Euro inklusive Strom jetzt gerechnet, ne? Klingt vielleicht erstmal viel, aber ihr habt schon alles da, ihr braucht euch keinen Container besorgen, ihr müsst nur die Geräte reinstellen, es ist sogar eine große Tür drin und könnt das Ganze hier betreiben. Also die Spedition, der dieser Waschpark hier gehört, die behält sich das natürlich vor, das vielleicht nicht doch selber zu machen.
Aber wenn man jetzt hierher kommt und einen Termin ausmacht, ich packe euch gerne die Kontaktdaten unten rein, dann denke ich mal, ist es ganz sinnvoll für einen Operator, der hier in der Gegend ist, starten will oder schon ein paar Stationen hat, hier vielleicht nochmal mit einzusteigen, das Ganze zu erweitern. Klar. Das ist immer ein gewisses Risiko. Man weiß nicht, wie die Zahlen sind. Man kann sich ja hinterher nochmal einigen, dass es vielleicht weniger oder auch mehr ist. Es soll sich ja, wie gesagt, auch für beide Seiten lohnen und fair sein. Aber hier ist doch alles. Hier ist alles. Hier sind Staubsauger, hier sind Ladesäulen sogar. Und das finde ich schon mal mega, mega geil. Und was mir gerade auffällt, sehr fortschrittlich, hier ist nichts mehr mit Münzen reinwerfen. Hier bricht hier keiner mehr irgendwas auf. Also das Ding ist schon in der Zukunft angekommen. Finde ich mega cool. War bestimmt auch nicht günstig. Ist schön hier mit Plexiglas-Trennwänden. Oder ist das Glas? Dickes Glas, Sicherheitsglas. Und ja, sowas lieben die Leute. Das mögen die. So, Karte vorgehalten. Autorisierung läuft. Zahlung erfolgt. Dann können wir loslegen. Mega cool. Powerschaum. So, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Lohnt sich dieser Standort oder nicht? Mega dicker, fetter Schaum. Ich würde den Betreiber auf jeden Fall noch mal empfehlen, hier farblichen Schaum zu nehmen. Aber das ist genau der Schaum, den die Leute wollen. Let it snow, let it snow, let it snow. Ich bin mich ein bisschen eingeschneit hier, ne? So, zack. Auto sauber. Also das wäre hier so ein Standort, den ich euch empfehlen kann. Gerne stelle ich euch den Kontakt her, beziehungsweise könnt ihr auch selber herstellen. Steht alles unten in der Beschreibung drin. SB-Waschpark. Könnt ihr auch mal herfahren nach Kloppenburg. Also für alle, die noch was suchen, einen Stellplatz suchen oder die ihr Operating erweitern wollen, ist hier auf jeden Fall eine Gelegenheit. Ich bekomme öfter mal Angebote und gebe die auch gerne an euch weiter. Deswegen ja, solltet ihr sowas auf jeden Fall hier nicht verpassen. Deswegen ist ein Abo bei mir vom Vorteil oder verpasst nicht den Wending Friday. Aber ein schicker Container. Ihr müsst hier nichts machen. Nichts planen, nichts finanzieren, nichts besorgen. Maschinen rein, fertig und ab geht die Luzi. Ich denke mal, da kann man nicht viel verkehrt machen. Was ist, wie gesagt, im Umkreis? Im Umkreis ist hier Industriegebiet. Wichtig ist halt immer, wenn ihr Standorte klar macht, dass ihr auch noch mal zu jeder Tageszeit hierher kommt. Waschanlagen sind in der Regel zu den späteren Stunden abends besser besucht als tagsüber. Das ist ganz normal. Tagsüber spielt sich hier nicht so viel ab, außer am Wochenende. Also die Leute, die Geld bringen, die kommen abends hier vorbei und da müsst ihr immer beobachten, fahrt abends hin zu den Location, also zu jeder Tageszeit am besten und beobachtet das. Weil Waschanlagen ist auch ein Geschäft, was ein bisschen langsamer anläuft, als wenn ihr jetzt am normalen Straßengeschäft steht. Wir gucken uns gleich mal ein paar Standorte an, wo ich was hinstellen würde. Und das liegt einfach daran, dass die Leute sich jetzt umgewöhnen müssen. Die fahren sonst zur Tankstelle, holen da ihre Sachen. Oder, ne? Und wenn hier so ein Treffpunkt entsteht oder ist, dann nehmen die das dann auch an. Es dauert wirklich 2-3 Monate, bis sowas anläuft. Das hatte ich bei der anderen Waschanlage auch. Und jetzt Bombenzahlen. Also da kann man nicht meckern. Außer jetzt mit Corona wieder mit der Kontaktbeschränkung, muss man natürlich ganz ehrlich sagen, da nervt es halt doch schon, weil die Leute weniger rausgehen. Wenn die weniger Auto fahren müssen, weniger Auto waschen und so weiter. Aber das sind hier Standorte, die sich definitiv lohnen. Ich würde es einem Operator empfehlen, der direkt aus Kloppenburg kommt, weil ihr habt hier natürlich mehr Arbeit als mit einem Einzelstandplatz und solltet halt auch gucken, dass ihr einen Mülleimer noch mit hinstellt und den auch leer macht und auch den Müll sammelt, der hier auf dem Hof liegt. Das sind eben 5 Minuten am Tag, die man hier quasi investiert und hat dann hinterher auch eine zufriedene Partnerschaft, sage ich mal, und einen mega geilen Container. Also ja, besser geht's nicht. Da ist sogar noch Platz. Ich denke mal, da könnte man noch mal mit sprechen, dass man da vielleicht so ein Mini-Karussell oder weiß der Geier irgendwas da hinstellt. Was es halt so gibt, was noch mal zusätzlich die Attraktivität fördert. Das soll ja auch natürlich nicht schrunzig aussehen hier. Die haben sich so viel Mühe gegeben. Und ja, finde ich eine coole Sache. Und ich würde sagen, wir tigern jetzt mal weiter und schauen uns mögliche Standplätze an. Ich bin ja schon wieder unterwegs und das nenne ich wirklich smart. Ich habe hier, ich wurde natürlich auf Kameras gesehen. Und im gleichen Atemzug kam dann hier ein QR-Code, ein Gutschein. Die nächste Wäsche geht auf uns. Vielen Dank für die mediale Unterstützung. Also, wer einen Standort sucht und noch keinen hat und vielleicht diesen Container für sich nutzen will, der sollte da einfach mal vorbeigucken.
Kontaktadressen, wie gesagt, sind unten drin. Und wer Auto waschen will, kann da eh gerne hin. Wir fahren jetzt hier durch die nächstgrößere Stadt, durch den nächstgrößeren Ort. Und ich versetze mich jetzt mal in die Lage, ich würde einen Standplatz suchen. So, das heißt, ich suche erstmal die nächste Schule. Wo ist die? Ich gucke mir die Schulwege an. Ich gucke mir die Leute an, wie die sich hier bewegen, wo die langlaufen, wo die vielleicht auch gut parken können. Eventuell gibt es hier noch eine Zulassungsstelle. Zulassungsstellen sind auch sehr gute Orte, wo man sowas aufstellen kann. Es ist immer ein bisschen hakelig, mit der Gemeinde oder mit der Stadt da zusammenzuarbeiten. Aber wenn man es erstmal hat, ist das eine Bombensache. Weil da sind Leute, die warten und die natürlich auch gerne... Die natürlich auch gerne Geld ausgeben oder denen langweilig ist, die aus Langeweile etwas kaufen. Das ist das Beste. Und lasst euch da auch nicht einschüchtern von irgendwelchen Kiosken oder Tankstellen, die in der Nähe sind. Ja, da sind ja schon so viele. Ne? Wenn die da sind, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und man kann da ruhig ein Ding nebensetzen, weil Leute gehen eher an den Automaten bei gewissen Artikeln, als in einen Laden reinzugehen. Das ist einfach so. So, jetzt suchen wir hier die nächstgrößere Schule. Am besten ist immer nicht nur Grundschule zu gucken, sondern eben auch Berufsschule, sowas zieht, weil das sind die Kinder, die auch schon ein bisschen mehr Geld haben, wo man ein bisschen mehr von abhaben kann. Und hat dann zusätzlich natürlich noch das normale Klientel und das fördert natürlich dann den Umsatz. Man muss natürlich auch sagen, dass Jugendliche auch den Vandalismus fördern. Ist die Kiste aber fest verschraubt, dann braucht man sich da keine Gedanken machen, da hat man vielleicht mal hier und da einen Kratzer. Meine Güte, ne? Das kann man alles ausbessern, die Anti-Vandalismus-Scheibe kann man austauschen und wo viele Leute sind, sag ich mal, da wird auch nicht allzu viel passieren. Schlimmer ist es, viele denken ja immer, oh, mach das Ding doch an so einen See oder sowas und dann kannst du bestimmt richtig viel Umsatz machen. Das ist falsch, das ist ein Trugschluss. Am See sind am Wochenende viele Leute, in der Woche gar nicht und ihr habt nicht so viel mehr Umsatz, dass das einen anderen normalen Standort von mir quasi übertrumpfen würde und habt zusätzlich die Gefahr, dass da nachts keiner ist und dass dann, zap, zap, Maschine weg. Ja, ihr seid versichert, aber das macht die Versicherung auch nur ein und maximal vielleicht zweimal mit. Und dann könnt ihr euch eine andere Versicherung suchen oder den Schaden halt selbst bezahlen. So, hier ist auch Subway, das ist super, da sind junge Leute. Hier ist eine Schule, ich glaube auch Sucht- und Therapiezentrum und so weiter. Jetzt fahren wir mal hier auf den Parkplatz. Idealer Platz. Hier, das riecht nach Geld. Also hier ist ein super Standort eigentlich. Wenn man da drüben mal fragen könnte, das ist sogar eine Überdachung, ob man da so einen Automaten hinstellen könnte. Bei Polsterwerk Cups, das überdacht, da gehen die Leute dran vorbei. Hier ist die Schule, hier ist die Zulassungsstelle, da hinten ist die Stadt, Subway und so weiter. Hier ist Bewegung drin. Hier ist auch gerne mal Markt. Das heißt, auch diese Marktleute kann man mitnehmen, also auch Kirmes und sowas. Hier sitzen die Leute gerne und von daher denke ich mal, ist das da hinten ein super Standort. Ihr müsst natürlich gucken, schraubt das Ding fest. Man kann natürlich auch jetzt Indoor hier in die Zulassungsstelle reingehen, in die Schule. Könnte man auch mal Indoor anfragen, allerdings kriegt ihr das Ganze da nicht versichert. Und deswegen müsst ihr es immer selber wissen. Also ich bin bis jetzt in keiner Schule vertreten. Ich kenne jemanden aus Hamburg, der auch in der Schule drin ist. Und das hat natürlich den Vorteil, die Leute geben da extrem viel Geld aus. Allerdings ist da auch wieder der Vandalismus sehr hoch. Ist einfach so, ne? Da brauchen wir noch nicht auf die Jugend schimpfen, das haben wir früher alle selber gemacht. Ich glaube, wir haben noch viel schlimmere Sachen gemacht. Ich glaube nur, man vergisst das einfach immer wieder. So, und so gehe ich bei der Standortsuche vor. Jetzt fahre ich durchs nächste Dorf durch. Da müssen nicht viele Leute unbedingt wohnen. Aber wichtig ist halt Bushaltestelle, Knotenpunkte, wo viele Straßen zusammenkommen. Oh, hier halte ich mal eben an. Da hinten ist sogar ein Escape Room. Vielleicht kann man da noch eine kleine Kaffeemaschine reinstellen, so eine In-Cup und sich mit dem Betreiber das Geld teilen und so weiter. Es gibt hier überall Möglichkeiten und das... Halt doch mal die Klappe. Badestudio oder was hier vorne ist, vielleicht irgendwann mal rausgeht, dass man da ein ganzes Automaten-Café macht und so weiter. Also hier kann man wirklich nicht meckern und solche Standplätze, solche Bonbons, die gibt es wirklich überall. So, jetzt sind wir hier an einer vielbefahrenen Bundesstraße. Ich rede mal ein bisschen lauter. Und da sehen wir auf jeden Fall, hier ist ein Verkehrsknotenpunkt. Es geht hier quasi in alle Richtungen. Und gegenüber sehen wir eine Fischbrötchenbude, die ist schon seit Ewigkeiten da. Da halten so viele Leute an. Der Parkplatz ist wirklich sogar in der Woche gerappelt voll. Jetzt gerade nicht, Vorführeffekt. Aber was meint ihr, wenn da ein Snackautomat steht?
die Kinder, die da sind, manche mögen ja gar kein Fisch. Die ziehen sich eine Beefy, ziehen sich eine Cola, ein Getränk oder sonst irgendwas. Ne? Das ist ein Punkt, wo es sich zum Beispiel lohnt. Oder an der Tülsfelder Talsperre. Da ist jemand in Coop 24, schöne Grüße übrigens, der hat dann richtig geilen Container. Da ist ein Kletterwald, da gehen Leute spazieren. Ich habe gesagt, Outdoor-Ziele sind nicht so geil. Aber da sind Ferienhäuser, da sind Campingplätze und so weiter, also immer Leute da. Und Leute, wo auch Bedarf für solche Artikel da ist. Permanent. Vielleicht jetzt zur kalten Jahreszeit nicht ganz so viel, dafür im Sommer mehr. Ne? Also das gleicht das dann wieder aus. Man darf sich dann auch nicht runterziehen lassen, wenn es mal einen Monat oder zwei nicht so gut läuft. Aber allein die Gegend hier, viele Urlauber, das zieht. Die sind immer bereit, mehr Geld auszugeben. Wenn ich an der Fischbrötchenbude bin, klar gibt es auch mal Getränke und sowas. Aber so ein Automat ist nochmal so ein bisschen mehr Showverkauf und wird noch besser definitiv angenommen. Also hier sind immer Massen und vor allen Dingen auch Kinder. Das ist wichtig. Und wieder zu Hause gibt es jetzt hier mal Infos zum neuen Gerät. Also wir haben eine Seal Imcup-Maschine. Wir treiben hier auch die Vendo-Geräte, die selber auch Kaffee quasi mahlen, also die ganze Bohne mahlen. Und hier ist es so, dass es ein Instant-Gerät, das mit Instant-Pulvern arbeitet. Ich mache es mal ganz kurz auf hier. Ich habe hier noch nichts befüllt. Ich warte noch im Flowjet. Ein Flowjet ist ein Gerät, das simuliert eine Wasserleitung. Das heißt, wir haben einen Tank drin und wir haben dann diesen Flowjet, der dafür sorgt, dass wir keine Wasserleitung brauchen. Und das ist super, weil meistens hat man keine Wasserleitung da, wo man eine gebrauchen könnte. Und das heißt, wir arbeiten hier mit einem Wassertank, der mit einem Flowjet unsere Maschine betreibt. Kommen wir 3-4 Tage mit dem Wasser mit hin. Je nachdem, wie viel los ist natürlich, und können dann entweder Wassergalonen tauschen. Hat den Vorteil, wir brauchen nicht unbedingt einen Wasserfilter. Ihr müsst natürlich immer das Wasser messen, weil ihr habt jetzt einen hohen Kalkgehalt. Dann braucht ihr definitiv einen Wasserfilter von Britta zum Beispiel. Und darüber kommt aber noch mal ein extra Video, wie man das berechnet, wie man das macht. Beziehungsweise in der Onkel Kramer Academy wird das dann noch irgendwann auftauchen. Und hier ist halt so ein Becherturm drin. Ich drehe den mal einfach mal. Ich hoffe, man darf das. So, und hier sind die Becher drin. Ich mache mal einen hier so hoch. Und die Becher, ihr seht das ja, die sind schon gefüllt. Das heißt, wir haben ein komplett simples System. Das hier ist ein Wasserboiler, der auch Wasser vorspeichert, warmes Wasser vorspeichert und das Wasser direkt in unseren Becher hier abgibt. Das heißt, es kann nicht viel kaputt gehen. Wir haben keinen Mixer oder sonst irgendwas, sondern ein ganz, ganz easy System im Prinzip. Und das es auch schon ewig und überall gibt. Die Maschinen bieten wir als refurbished an, also aufgearbeitete Maschinen, die ihr dann quasi noch mal ein bisschen günstiger bekommt als Neumaschinen. Und ihr habt hier den Vorteil natürlich, dass ihr sehr viele verschiedene Sorten anbieten könnt. Wir haben hier 15 Anwahlmöglichkeiten, wobei man eigentlich mehrere immer mit Kaffee oder sowas belegt. Eine schöne Front hier, Edelstahl und hier eine schöne beleuchtete Hintergrundscheibe, die man auch noch natürlich umändern kann, frei wählen kann, was für ein Design man da haben will. Das kostet allerdings extra, muss man immer mit berechnen. Oder man lässt halt das Original drinne. Wir haben hier Kaffee schwarz, Kaffee mit Zucker, Kaffee mit Kaffeeweißer, Kaffee mit Kaffeeweißer und Zucker. Und richtig gut schmecken diese Nudeln hier. Normalerweise schmecken diese Produkte aus solchen Automaten nicht. Die hier schmecken. Also definitiv auch der Kaffee schmeckt hier raus. Ich bin kein Kaffeetrinker, aber ich habe mit einem Kaffeetrinker gesprochen, der sagt, da macht manche Filtermaschinen schlechteren Kaffee als das Ding hier. Also die Mischung ist wirklich gut. Zitronentee, Apfeltee ist mir ein bisschen zu süß. Ist aber auch, glaube ich, das Klientel, das es gerne süß mag. Das weiß ich nicht. Und diese Maschine wird jetzt erstmal hier stehen. Ich werde gucken, was sie für Fehler schmeißt, dass ich in der Academy natürlich euch weiterhelfen kann, wie man hier Sachen installiert und so weiter, wie man Produkte einstellt, miteinander verbindet und so weiter. Das ist, wie gesagt, hier die Incap, Seal Incap Maschine. Top-Geschichte. Vom Automatenland haben wir nochmal unser eigenes Brand quasi. Und ich denke mal, das sieht ganz schick aus, wenn wir hier oben dieses hier dran haben und das im Hintergrund beleuchtet ist. Das ist wirklich eine richtig coole Maschine und ich freue mich darauf, wenn ich den Flowjet bekomme, der soll jetzt die Tage kommen und ich euch das quasi das erste Mal vorführen kann. Geschmacksexplosion, ne? Und hier ist daneben ist nochmal der Automat von meiner Schwiegermutter. Wir stellen einen Automaten auf, den sie betreibt und damit möchte ich ja mal zeigen, wie einfach das eigentlich ist und dass das jeder machen kann.
Sie hat aktuell einen 450-Euro-Job, also einen Minijob, und möchte den natürlich durch diese Maschine ersetzen und von dem Gewinn an der Anfangszeit das Ganze ansparen und die nächste Maschine schon mal holen, sodass sie da aus ihrem Job raus kann und viel weniger Zeitaufwand hat, um dasselbe Geld zu verdienen, beziehungsweise hat auch die Möglichkeit, einfach mehr Geld zu verdienen. Sie hat nicht nur den Vorteil, dass sie einen Zugang auf die Onkel Kramer Academy hat, weil sie ja bei mir gekauft hat, sondern sie hat den Vorteil, dass ich sogar hier wohne. Wir haben alle zusammen ein relativ großes Haus, über 300 Quadratmeter Wohnfläche und wohnen hier halt alle zusammen. Und von daher bietet sich das ja an. Kann für mich natürlich auch vom Nachteil sein, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das ist für euch ganz, ganz cool, das einfach mal zu sehen, dass jeder das kann. Also man muss nicht irgendwie super Operator sein. So, ich möchte noch mal über die Konkurrenz sprechen, sofern wir denn welche haben. Und es wurde immer viel geschmunzelt und gelacht. Ich glaube, wer am letzten lacht, der lacht am besten. Wir haben sehr viele Bestellungen, es läuft sehr gut. Wir bieten einen anderen Service, als ihr es vielleicht tut, und richten uns mehr in die Zukunft als Plattform und nicht nur als jemand, der einem da 15.000 für eine Maschine aus den Taschen leiert und irgendwo da, ja, ich würde es mal sagen, schon den Kunden bescheißt. Ne? Ich finde, dass man da was dran verdienen kann. Ja, das ist in Ordnung. Es muss aber auch für beide Seiten fair sein. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man auch Mehrwert bietet, Service mitbietet. Und das in einer Form, wie es halt vorher nicht üblich war. Allein durch die ganzen Videos und durch den Telefonkontakt und so weiter. Also bei, ich sag mal so, wo sonst ein Techniker rausgefahren ist, braucht bei uns bei 90% der Fälle kein Techniker rausfahren. Weil es einfach so ist, weil sich jeder damit selber helfen kann. Und wenn jeder selber das kann, dann hat er auch viel mehr Spaß an der Maschine. Hat auch Spaß, mehrere Maschinen zu kaufen, weil er das Ganze beherrscht. Als wenn man immer Angst haben muss, oh, da kommt der Techniker, der kommt von weiter weg, schlägt im Hotel und so weiter. Das haben wir eben nicht und deswegen bestellen die Leute auch gerne und viel bei uns. Auch wenn die Wartezeiten sehr lang sind aktuell, nächstes Jahr wird es ein bisschen kürzer werden, weil wir sehr viel vorbestellt haben. Und das ging natürlich in der Anfangszeit nicht, weil irgendwann muss man damit anfangen. Und ja, wir sind halt selber auch im Operating tätig. Nicht nur Verkäufer, sondern wissen, wovon wir reden, weil wir die Dinger selber an der Hacken haben, hätte ich was gesagt. Und das würde man ja auch nicht machen, wenn es sich das betriebswirtschaftlich nicht lohnt halt. Ne? Das muss man halt immer sehen. Wenn ihr Standorte habt für jemanden, kontaktiert uns gerne. Wir geben die auch gerne weiter, machen das auch gerne öffentlich hier und hoffen halt, dass wir uns weiterhin verbessern können. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer gerne raus damit. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder, wenn es heißt Wending Friday hier bei Onkel Kramer. Bleibt sauber, ordentlich und anständig und vor allen Dingen gesund. Ciao. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon.